Um Maria geht es aber natürlich, diese Ausgabe von Horizonte, denn die Kirche widmet ja den Monat Mai Maria. Woher kommt denn diese Tradition eigentlich? Ja, der Monat Mai ist so der Frühlingsmonat, wo alles Leben, zumindest in unseren Breiten, aufbricht, alles blüht und wächst und gedeiht. Und dieses Motiv der Natur, der aufbrechenden Frühjahrs- und Sommerszeit, das verbindet sich eben auch mit dem Natürlichen und auch Mütterlichen, das kommt ja dann schnell zusammen. Die Mutter, das Motiv der Mutter ist eben auch im Frühling im Hintergrund, und das repräsentiert im christlichen Glauben, besonders im katholischen, eben Maria als Mutter Gottes, die für die Erde auch steht, für die Welt, die Schöpfung. Ja, deswegen hat sich das verbunden, wobei es ist noch gar nicht so alt. Also der Mai als Marienmonat in dieser Ausprägung, wie ihn wir heute kennen, ist jetzt erst ein paar Jahrhunderte alt. Das war nicht immer so ausgeprägt.